Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Josi und habe hier gesehen, Sie fragen, was ist der Unterschied zwischen Bar und Pots? Und was da knuspert, das ist mein Hirnhund, wenn er ihn hören soll. Wenn er was aufhört, was aufgehen hört, das ist mein Sohnemann, der bereitet jetzt schon das nächste Video für euch vor. Und was geht's da? Das verraten wir jetzt noch nicht. Ich habe die Frage bekommen, was ist der Unterschied zwischen Sensi Bar und zwischen Sensi Pots. Es sind zwei verschiedene Systeme. Erstmal auf dem Groben, so grob erzählt. Wenn ich mal meinen rechten Arm heute vermisst, sage ich vorneweg, ich bin ein bisschen lädiert. Ja, ein bisschen, ich kann meinen Arm höchstens so hoch machen, dann tut es in der Schulter weh. Da ist das Knusper-Knusper-Häuschen hier für schuld. Ja, der hat nämlich gedacht, er zieht mal an der Leine und lässt die Mutti mal ein bisschen weiter nach vorne drehen. Die Katfatze, Katfatze. Okay, guck mal, das ist meine Leute. Hallo. So, ihr habt ihn gesehen und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Da oben ist eine elektrische Duftlampe. Dort ist halt ein bisschen schief. Tut mir leid. Aber das ist nicht schlimm. Schief ist neu. Das oben ist die Cream Diamond. Das ist eine elektrische Duftlampe. Dort. Jetzt siehst du den Ball, ja? Aber lass mal plump da stehen. Und dort kommt unser Sensi-Wachs rein. Ja, ich muss zwischendurch schmunzeln, Entschuldigung. Aber es ist real. Und bist du dann mal so lieb, tust du mal da den Spielball ein Stück aufmachen, dass sie rauskommt. Die Sensibar hält ungefähr zwischen 80 und 120 Stunden Duft. Die gibt er ab. Das heißt, zum Würfel, also der komplette Bar, nicht so ein Würfel, aber wie man das nimmt. 100 bis zu 120 Stunden. Es gibt auch Düfte, da reichen keine 80 Stunden. Gebe ich ehrlich zu, weil die sind für mich zu lasch. In Sensi Bar kommt in der Duftlampe, haben wir jetzt gelernt. Wir haben keinen Ruß, wir haben keinen Qualm, weil wir hier ein Bienchen drin haben. Oder auch eine Heizplatte. Zeige ich mal im nächsten Video, wenn ich wieder fitter bin und die Lampe in die Hand, Kamera richtig halten kann. Aber das ist der Bar. Und den könnt ihr zusammenknautschen. Der ist normalerweise voll. Ihr seht, ich düfte ja auch Wachs. Ich bevorzuge auch das Wachs lieber. Könnt ihr ein bisschen knicken, da habt ihr Dings. Und wie ihr das entfernen könnt, das tun wir auch mal in einem Video quatschen. Man kann es nämlich im flüssigen Zustand entnehmen oder auch im festen Zustand. Mein Sohnemann tut die Düfte durchriechen und der ist schon wieder verliebt in Düften. Ja, ich weiß, wäre einer der Top-Düfte gewesen. Ja, so, das ist schon mal ein Sensibar. Und bei den Sensibars haben wir über 80 Düfte. Warum sage ich über 80 Düfte? Verschiedene Düfte von holzig, von frisch, blumig, Bäckerei. Blumig, holzig, Bäckerei, Zitrus, würzig, was haben wir noch? Fruchtig. Genau. Und das ist jetzt ein frischer Duft, mein Lieblingsduft mit und den von meinem Sohn. Das ist nämlich Frosted Vanilla. Den lieben wir alle. So, das zum Wachs. Bis zu 120 Stunden Duft. Dann haben wir das zweite System, wo der Unterschied gefragt worden ist. Was ist denn ein Unterschied zwischen links? Hier haben wir 100 bis zu 80 verschiedene Düfte im Katalog plus die Kollektionen, die zwischendurch reinkommen. Von Weihnachten, Ostern, Muttertag, Valentinstag haben wir ja verschiedene Düfte. Und wir haben noch unsere Sensi Pots. Ich habe mal den von meiner Tochter aus dem Zimmer geklaut, weil ich benutze den auch
in ihrem Zimmer. Die hat auch eine Duftlampe, die leuchtet abends in lila, ein bisschen gedämpfter. Und sie ist so gretig, die wollte ich jetzt nicht rausschleppen. Und die Polar-Pomerama habe ich dort stehen. Die hat so mit, hat sie gesagt, nein, die will ich nicht, ich will die lila. Ne? Ja. Aber die Polar-Pomerama zeige ich euch, weil da sieht man auch besser die Halsplatte. Und da erkläre ich euch das System mal in Ruhe, den Unterschied zwischen Glühbirne und Platte. Dann haben wir hier unseren Ventilator. Hier seht ihr das. Ich habe jetzt keine Steckdose hier in der Nähe, aber ihr könnt den einfach in die Steckdose machen und hier habt ihr Knöpfe und dann geht der Ventilator an und der Duft wird gleich verteilt. Bei elektrischen Duftlampen dauert es mal ein bisschen. Machen wir mal zu 10 Minuten, dass der erste leichte Hauch kommt. 15 Minuten ist schon mehr, halbe Stunde Dings. Und es kommt auf die Raumgröße an und wie die Temperatur ist. Weil wenn es kälter ein bisschen ist in einem Raum ist, dauert es auch ein bisschen, bis die Lampe warm ist. So, oder das Schälchen, wenn man eine Heizplatte hat. Und das ist der Ventilator. Und da kommen unsere Sensi Pots rein. Unsere Sensi Pots gibt es im Zweierpack. Also 8,50 Euro kostet ein Sensi Bar. In Kombinieren und Sparen könnt ihr dann noch günstiger dran kommen. Ab drei Stück bezahlt bei 3 Stück bezahlt ihr 1 Euro weniger und bei 6 bezahlt ihr 5 und kriegt einen noch dazu. So, gratis. So, bei den Pots haben wir es genau dasselbe System. 3 mal Pots gab einen Euro Abzug. Bei wenn ihr 6 kauft, bezahlt ihr nur 5. Und die kosten auch 14,25 Euro und hat ein Pot, also wenn ihr ein Pot Portion nehmt, also wenn ihr nur eine nehmt, 120 Stunden Duft. Wenn ihr zwei nehmt, bis zu 120 Stunden Duft. Und wenn ihr sagt, ihr nehmt immer nur einen, habt ihr 240 Stunden Duft. Was ist der Unterschied? Hier haben wir auf Druck einen Knopf, sofort den Duft. Und wir haben hier so Gitterchen. Ich habe auch einen Mini-Ventilator im Auto. Und hier habt ihr so Kügelchen drin. Die sind mit Wachs getränkt. Im Sommer nehme ich jetzt einen Mini-Ventilator zum Beispiel nicht im Auto, weil es ist wirklich bissig heikel, wenn es warm ist, dass die Kügelchen anfangen zu schmelzen, euch das Gerät kaputt machen, habt ihr nichts davon. Vielleicht ich, weil ich ein neues euch verkaufe, aber ich möchte, dass ihr lange davon habt, weil wir haben ja auch auf die Technik bei den Lampen und bei den Ventilatoren lebenslange Garantie. Und wenn dieses Teil nicht mehr gibt, kriegt ihr eine andere Möglichkeit, euch was auszusuchen. Aber da können wir auch mal privat drüber schreiben, da könnt ihr mich gerne an. Also bei Pots macht ihr das Schirmchen drauf, ihr könnt das in die Steckdose stecken, für ins Gästeklo finde ich es praktisch, wenn die Gäste gleich kommen. Macht ihr vorher den an, der läuft die ganze Zeit, ihr braucht keine Sorgen machen, habe ich das und das und das kleine Düschen auf dem Klöchen bleibt auf dem Klöchen. Ihr könnt den auch verstellen. Ich habe schon erlebt im Urlaub andere Steckdosen, die waren nicht so, wie wir unsere Hand des Üblichen kennen, sondern die waren so. Dort könnt ihr den auch leicht und einfach euch in die Steckdose stecken. Und gibt es neuerdings, und da habt ihr auch keine Bedenken, hatte ich im Urlaub. Inzwischen, ich habe auch eine Steckdosenleiste, aber die habe ich nicht hier. Da sind die Böppelchen drin, die passen da auch rein. Also ihr habt ja dann die zwei Dings, dann guckt so ein silbernes Böppelchen raus. Die Erdung inzwischen, die geht hier rein. Also ihr habt ja auch noch ein bisschen mehr Halt. Ja. Da haben wir einmal den Ventilator für die Steckdose. Dann haben wir ein Sensi Black.
Der ist mit Batterien. Da könnt ihr eure Batterien nehmen. Ich würde euch dann wirklich aufladbare Akkus dann empfehlen. Dort könnt ihr die dann immer wieder aufladen für euren Sensi Go Black und reinmachen. Nachhaltig Dach. Oder auch permanent an eurem Computer hängen, dass er mit USB mit Strom versorgt ist. Und dann haben wir den. Vorher hieß das Lied den Sensi Go schießt mich tot, den habe ich vergessen, wie der heißt inzwischen. Der hat einen Akku verbaut, ist auch dafür preisintensiver am Preis und ihr könnt dann den Aufladen unterwegs mitnehmen im Hotelzimmer. Sind so welche Dinger, sind ja auch gut. Ihr habt einen frischen Duft zu haben und Dings und Dings. Vorteil beim Sensi Pods, ihr seid mit den Gerätschaften, ich sag mal mit dem Sensi Go oder mit dem Mini-Ventilator, hier seid ihr ein bisschen mobiler unterwegs. Für Reisen finde ich die praktisch, für die Steckdosen halt schnell in oder wenn ihr ins Ausland fahrt, ihr USB-Anschlüsse haben wir überall. Kriegen wir schnell mal dran zu laden, ist das schon was Feines. Elektrische Duftlampen, schönes Ambiente zu Hause, wo ihr euer Wachs habt. Und der Vor- und Nachteil ist, der Vorteil hier habt ihr über 80 Düfte. Vorteil hier, ihr habt ein schönes Stecksystem, ihr könnt schnell Düfte wechseln. Wenn euer sagt nach einer Stunde, ihr habt genug von dem Duft, ihr wollt einen anderen, könnt ihr den reinhauen. Hier müsst ihr das Wachs wechseln. Hat beides Vor- und Nachteile. Ich benutze beide Systeme in verschiedenen Möglichkeiten. Mein Sohn nimmt manchmal seinen Ventilator, wo er zu Hause hat, in seinem Zimmer oder die elektrische Duftlampe. Okay, die ist inzwischen per Zeitschaltuhr geschaltet. Aber wenn die Mutti vergisst, ein neues Wachs rauszulegen, zum Wechseln, nimmt er den. Und hier habt ihr bei den Pots, habt ihr nur. Ich glaube, um die 30 Düfte, 20 Düfte zur Auswahl und halt, wenn mal Kollektionen reinkommen, gibt es da auch ein paar. Ja, und das ist der Unterschied. Vor- und Nachteile haben beide Systeme. Das kann ich nicht mit ins Auto nehmen. Habe das schöne Ambientlicht nicht. Bei den Pots, die kann ich schön mit nach im Auto mitnehmen. Gut bei Camping und so weiter. Und möchte ich hier nur sagen, weil ihr sagt, ja, Camping wegen Strom, und habt ihr nur ein Watt Dings, Strom. Und bei den Lampen zwischen 10 und 40 Watt Birnen haben wir da. Und die Heizplatten sind, glaube ich, um die 4, 10 Watt. Ja? Also bei mir laufen meine Lampen persönlich, kann ich euch sagen, die in der Küche hat eine Zeitschaltuhr. Die ist 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Stunden an am Tag. Die ist weniger an. Die ist, wenn ich zu Hause bin, abends gemütlich abschalten. Badezimmer läuft auch fast 24 Stunden. Bei meinem Sohn ist eine Zeitschaltuhr dran. Im Kinderzimmer mache ich es nur abends an und die läuft 12 Stunden durch. Und im Schlafzimmer habe ich auch eine. Da die läuft auch nur, wenn ich im Bettchen bin. Und weil ich es brauche, weil ich es angenehm einfach zum Runterkommen, zum Genießen finde. Ja, das war der Unterschied zwischen Sensipots und Dings. Die beiden Systeme mag ich. Nehme ich im Brauch. Ich nehme gerne den Mini-Ventilator tagsüber bei meiner Tochter im Zimmer, weil da öfters mal gewechselt wird. Oder auch mal kennt Kinder spielen, wenn da was dagegen ist. Es ist Kunststoff, da passiert nicht so schnell als bei so einer Lampe. Ja, ich würde sagen, wenn noch Fragen sind, unten reinschreiben in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und ich werde jetzt ein schönes Video drehen nochmal. Werde erstmal den Haufen von meinem Sohn durchgucken, was noch im Sortiment ist und nicht, weil er meine Kiste durchstöbert hat von meinen Herbst-Winterdüften. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Wenn es wieder heißt, Josi hat ein Problemchen oder erklärt euch ein Problemchen oder wir haben alle das Problem. Also in diesem Sinne,
Ich heb mal so leicht die rechte Hand, wink euch zu und vielen Dank für eure Abos und Däumchen. Freue ich mich sehr. So, macht's gut, eure Jose. Ciao.